Hallo liebe Freunde des Kochens, heute bereiten wir Garnelen mit Tintenfischringen auf asiatische Art vor. Das Gericht habe ich von meinem Lieblingsasiaten, das koche ich euch nach und zeige euch, wie das funktioniert. Dazu brauchen wir, ich habe hier einen Tintenfisch im Ganzen aufgetaut. Hier habe ich Garnelen in der Schale und vor allem sehr wichtig entdarmt. Was sehr, sehr wichtig ist, und ohne Schale. Die ohne Schale sind für meine Frau, mit Schale sind für mich. Sie liebt. Dann hier ist Sojasauce, hell, und Austernsauce, grüne Erbsen, Knoblauch, Paprika. Am besten farbig nehmen, damit wir schönen Farbspiel drin haben, Salz und Pfeffer. Und wie immer, genau Mengenangabe findet ihr bei mir unten in der Infobox. So, zunächst schäle ich jetzt meinen Knoblauch und schneide den, genauso wie die Paprika auch. Und das zeige ich euch gleich wie. So, liebe Freunde, ihr könnt den Knoblauch natürlich auf der Reibe zuschneiden oder auf der Knoblauchpresse. Nicht zuschneiden. Ja, reiben, stimmt, nicht zuschneiden. Da ich ihn, wie ihr wisst, sehr gerne zuschneide, zerhacke ich das und zerkleine das. Ihr könnt euch wirklich danach wünschen, so zubereiten, wie ihr wollt. Das Ganze schneiden wir ungefähr in so gleich große Stücke, mundgerecht würde ich sagen, wäre es optimal. Vorher nicht vergessen, die Paprika zu waschen, zu spülen. Am besten in die Spülmaschine. In der Spülmaschine. Nein, ja. Nein, bitte Leute, nicht in die Spülmaschine reinschmeißen. Das war echt ein Witz. Dann habt ihr nicht mehr knackig, sondern sie wird zerkocht in der Spülmaschine sein. Also bitte nicht ausprobieren, gell? Das war echt nur ein Witz. Aber ein bisschen Späßle gemacht. Ja. Und das Ganze schneiden wir einfach. Wirklich, schneidet euch so, wie ihr es mögt. Aber ich sage, am besten sind solche Stücke mundgerecht. Da könnt ihr einfach mit der Mischung zusammen essen. So, jetzt schneiden wir unseren Tintenfisch. Am besten schonend auftauen. Was heißt schonend? Man nimmt und stellt den gefrorenen Thunfisch in den Kühlschrank und lässt ihn am besten so 24 Stunden vorher auftauen. Tintenfisch, was habe ich gesagt? Tintenfisch, genau. Was sehr wichtig, wir schneiden ungefähr in solche breite Ringe zu. Könnt auch ein bisschen schmäler, aber schmäler würde ich nicht machen. Weil die zieht sich noch alles zusammen. Deswegen schneiden wir. So, nachdem wir das Öl aufgestellt haben, das erhitzen wir leicht und fügen etwas von dem Knoblauch zu, um das Öl zu aromatisieren. Als erstes kommen die Tintenfischringe rein. Das Ganze braten wir, ihr müsst aufpassen, es darf nicht zu heiß sein, aber auch gleichzeitig nicht zu kalt. Und sehr wichtig, mischen, damit es nicht anbrennt. Wenn ihr seht, hier bildet sich Wasser, das ist schon mal gut. Der Knoblauch ist schon etwas braun geworden. So, ungefähr nach 2 Minuten nach dem Anbraten von Tintenringen kommen bei uns die Garnelen rein. Nach dem leichten Anbraten fügen wir unsere Sojasauce hinzu, damit ihr auch Garnelen und die Tintenfische den ganzen Aroma aufnehmen könnt.
So, nach den Erbsen kommen die Paprika hinzu. Ja. So, nachdem die Paprika hinzugekommen ist, lassen wir noch so 2-3 Minuten zubereiten. Aufpassen, dass die auch zubereitet sind und nicht zu lange drauf lassen, sonst werden sie richtig so zäh wie fast Radiergummi. Und am Schluss kommt der Knoblauch hinzu. So, das Ganze schmecken wir kurz ab, holen mit den Händen. Etwas nachsalzen und pfeffern. So, reicht. Vermischen und unser Essen ist fertig. Wir haben Soße, Knoblauch, perfekt. Und schön Farbenspiel. Das Ganze räumen wir jetzt auf und präsentieren wir das. Hier, das tun wir runter. Nicht, dass wir einen Radiergummis kriegen. So, liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Falls ihr kein Abonnenten seid, vergisst nicht zu abonnieren. Wir wären für jeden Abonnenten sehr, sehr dankbar. Wie ihr gesehen habt, habe ich 900 übersprungen schon. Vielen lieben Dank an die Leute, die mich, oder an meine Abonnenten, die mich unterstützen, fleißig zuschauen. Vielen lieben Dank. Wenn irgendwelche Fragen haben zu diesem Gericht, schreibt sie mir. Wenn so schnell wie möglich, antworte euch. Ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.